Work for us, not for them. I'm sure they'll figure that out soon enough. Wir müssen die NPCs ja auch aussprechen lassen. Willkommen zurück. Hello. State of Decay und wir haben hier einen Duftblock gerade von der Heather bekommen. Und ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr Munition dafür nehmen, ne? Wohin soll das Ding eigentlich gewaltsetzt? Erinnerst du dich noch an die Folge, wo die ganzen gepanzerten Zombies waren? Ja. Das war das mit dem Duftblock. Ja, aber wir waren ja auch zu zweit und ziemlich scheiße. Nee, da waren wir alle vier. Was? Da waren wir alle zusammen, aber wir haben ganz schön auf die Fresse bekommen. Ja, und das waren halt mega viele. Das waren bestimmt an die 100 Stück. Okay. Von dem her kann ich mir vorstellen, wenn du den Duftblock jetzt nimmst. Wobei, nee, als wir die Mission damals gemacht haben, kamen die vorher schon. Naja, da waren glaube ich zwei Horden und dann haben wir noch den Duftblock benutzt. Wir haben ja auch ziemlich. Oh wow. Das Waffenmodell. Ex leuchtet rot. Mhm. Du infizierst dich dadurch natürlich. Ah, da hinten läuft so ein Sprengtyp. Boom. Nicht runter, du Schwachkopf. Geh da wieder rauf. Hey, ich darf runtergehen, wo ich will. Yay! Geh zum Lagerhaus und Zombie-Probe und Hazard sammeln und optional probieren das Flasche und einen Luftblock. Ja. Zerstücke 10 Zombie-Armeen in. Okay, machen wir mal, ne? Du weißt doch gar nicht, was wir für neue Autos haben. Schon mal gesehen? Oh, okay. Was willst du denn mit dem da? Guck mal, was wir für ein neues Auto hier haben. Nimm mal den mal raus. Komm, Kim, wir zeigen ihm mal ein richtiges Auto. Guck dir wirklich mal, Grave, guck dir die Kiste mal an. Kommen die Autos auf einmal her. Guck dir den Sound mal an. Ist das der Polizeiwagen? Das ist das Taxi. Ist der Polizeiwagen aufgemotzt. Oder das Taxi. Das Taxi, Polizeiwagen aufgemotzt. Haben alle die gleichen. Oh, kein Benzin, nicht fahren. Ah, kein Benzin, wollte kurz sagen. Warte. Wer geht laufen? Nee, ich brauche ja nur mal ganz kurz hier zu unserem. Das ist übrigens. Sekunde. 10. Kennst du die Kiste schon, Grave? Ja, die kenne ich. Haben wir schon getestet? Ja. Also das war. Die hatte ich mit dir zusammen. Wo wir fast gestorben sind. Stimmt. Ich würde niemals irgendwo sterben. Nein. Die letzten drei Folgen, die ich nachgeguckt habe, nur. Ich bin tot. Oh mein Gott, das war aber echt. Oh. Hinter uns. Wenn wir uns gerade nicht bewegen, wird Dex auffüllt. Dankeschön. Hinter uns? Ich sehe. Der ist aber gar nicht explodiert. Gut. Das war auch kein Explodierer. Oh, okay, das sieht so schwabbelig aus. Das war einfach nur dicker. Okay, Dex, wo muss ich lang? Wir haben wieder Infektionsherd direkt neben der Haustür. Ne? Ja. Boah, was ist denn hier unten los? Vier Stück nebeneinander. Ja, das haben wir letztes Mal auch schon gesehen mit Kim. Wir sollen. Das Ziel ist einfach nur, wir sollen. Ja, aber zu diesem komischen Lagerhaus von dem da. Genau, das sind optional. Die eigentliche Quest ist Zerstücke 10 Zombie-Armee. Zombies. Warte mal kurz. Ich habe aber nicht. Ganz ehrlich, ich habe gerade ganz ehrlich nicht die richtigen Klamotten dabei. Ich muss mir nochmal. Ich muss mal ganz kurz eine. Ich bin komplett vorbereitet. Ja, ich habe kein Heal-Zeug. Muss ich mal ganz kurz nochmal abchecken, wo ich das Zeugs rumfliegen habe. Aber wir müssen zum Lagerhaus da unten. Markier das mal. Ah, da. Weiß gerade nicht, wo das ist. Okay, hab's. Fahrst eigentlich hier rechts die Straße hoch und dann rechts runter und immer geradeaus. Okay, jetzt kannst du los. Warte auf die alte. Die muss ja noch mit. Das ist unser Quest-Geber. Egal. Überfahren Sie einfach. Fahr hier rechts hoch am besten. Da? Es ist runter. Der Sound ist geil für eine Kiste. Ja, vom Auto aus rechts. Oh, nicht raus. Oh, geht das schon wieder los, ja. Auch nur beim Autofahren, ne? Nur beim Autofahren. Ich habe mir noch was zu essen. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass das nur passiert, wenn man mit einem zweiten Auto fährt, aber das passiert wohl generell beim Autofahren. Die Tatsache, dass sich drei oder vier Leute
auf einmal bewegen ist zu viel für das Spiel. Ja, aber ganz ehrlich, dann biete ich doch keinen Koop an, wenn ich nicht mal das hinkriege. Naja, aber es ist nun mal so, ne? Ist leider nun mal so, müssen wir... Und der Koop bei dem Spiel, ne? Spiel ist so oder so nicht so. Ja, ja. Ich noch nicht, ich bin in der neuen Küche. Wir fahren dann schon mal. Aktuell ist doch eh nicht mehr als fahren. Huh? Du bist gar nicht eingestiegen? Du gerade standst auf der Straße. Komm nicht falsch. Auf der Straße. Steht nicht mehr auf der Straße, aber trotzdem überfahren. Wo ist die Olle eigentlich? Ist jetzt drin. Wo ist die? Ah, die ist da, okay. Ich fehle. Ja, nee, ich hab sie gerade gesehen. Ist ja auch die Olle. Wohin? Ich freu alles zu. Geradeaus, immer den Schwamm. Das Ding ist so heftig, du kannst gar nicht steuern, das Teil. Das ist so stark. Das kannst du voll gut steuern. Ich bin nicht eingeladen worden. Doch? Okay, ich spiel jetzt komisch. Okay, ja, die nächste dann rechts. Okay. Die große Straße. Und dann da auch immer von mir aus. So, bin wieder am Computer. Computer. PC. Warum geht's gerade für Anfälle? Der Motor. Guter V8 drin. Ja, ist schon cool. Auch die Kiste sieht cool aus. Auch wenn ich eigentlich den dicken, fetten Truck mit den Spikes so geil finde. Den Big Boss. Das war knapp. Das Auto lässt sich nicht steuern. Überhaupt nicht. Ich seh's. Ja, Drifty ist sau. Ja, anders geht's hier gerade gar nicht. Wir sind zu schnell. Raus. Das kommt doch, weil du 250 mal die Türe aufgehauen hast. immer noch weiter gerade. Okay. Nack mich ein, wenn ihr da seid. Muss das jetzt während der Fahrt machen. Ich hab eine Markierung gesetzt, dann müsst ihr nochmal die Brücke fahren und dann müsst ihr, glaube ich, auf der rechten Seite. Ja. Jetzt hier? Aber im Lagerhaus müsste es sein, ja. Ui. Kurz, ich kann die Kim nicht einladen gerade. Warum auch immer. Warum kann ich dich nicht einladen? Hab dich nicht im Steam schon wieder. Ich bin irgendwie wieder ausgelockt oder sowas. Hä? Wo bist du jetzt? Ich hab keine Ahnung. Du bist verschwunden wieder. Ich bin ein Geist. Aber ich kann nicht ein. Nee, ich kann nicht ein. Ich kann dich nicht. Ich finde dich nicht. Ich habe keine Freunde gerade online. Bin ich online bei Steam? Kann das sein, dass ich manchmal ausgelockt bin? Das hat ja Steam ab und zu mal so schöne. Warte ich schon mal. Nein, du bist da. Holt sich die Welt von den Zombies zurück. Hilft nachts in meinem Kampf gegen. Ja. Ach, was ist das? Okay. Da kommen gleich Zombies raus. Ja, ich habe aber keinen Maler drauf. Warte, ich wollte jetzt mal gucken, ob ich jetzt die. Kim? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, keine Ahnung, was passiert ist. Man kann durch die Scheiben übrigens auch schießen. Guck mal hier. Okay. Da kommt, glaube ich, einer. Also, der muss weg. Boah, alte Schwede, alte ganze Blut an der Wand. Junge, wie soll ich das YouTube nur erklären? Gar nicht. Hast du eine schöne Kanone da? Was ist denn das für eine? Ist Ketchup. Das ist irgendeine 45er Pistole. Die macht richtig schön Booms. Mach mal hinten die Tür auf. Der ist doof, der doof. Ich lauf mal dagegen. Oh, hallo. Are you kidding me? Ich schmeiß hier Zombies durch die Gegend. Wouldn't hurt to search around for supplies. Das ist ein Zombie. Hast du mich gesehen? Ich rede nicht, ne? Ja, schon wieder ein Ansichtbarer. Yes? Da kommen aber noch mehr. Ja, ich seh schon. Hm? Wer ist denn gerade? Er hat gerade die. Keine Ahnung. Die Scheibe ist gerade explodiert. Ja. Kim war da. Ich bin jetzt gerade übrigens mit Carole unterwegs, weil die war ja in den letzten Folgen mega schlecht gelaunt. Das sah auf dem Bild so richtig, richtig böse aus. Du kennst auch das Bild der Gemeinschaft, ne? Ja. Und oder meinst du gerade Grave? Beide eigentlich, aber eigentlich in Grave, weil du weißt das ja vom letzten Mal noch, von meiner Erklärung. Wenn einer schlecht gelaunt ist, dann siehst du einfach nur, dass der so ein bisschen verschränkte Arme hat oder sonst irgendwas. Die Carole stand ganz links,
Dann ein paar Meter Abstand kam meine Gruppe und sie war in komplett rot. Und da stand dann, weiß nicht, disappointed oder hier, weiß nicht, ganz schlecht gelaunt oder so. Zombie, seht ihr nicht? Nein. Ich sehe den nicht mehr. Ich würde gerne treffen. So, ich habe ihn gekillt. Hat er nicht gesehen. Das Witzige ist aber, auf dem Kompass hat es mir Geräusche angezeigt. Also, ich sehe ihn noch nicht. Ja, es ist leider. Sie wurde gebissen. Also, das habe ich auch gemerkt. Leider ein bisschen problematisch, das Ganze hier mit den unsichtbaren Zombies. Und wo seid ihr eigentlich hin? Draußen? Beim Auto. Achso, habt ihr nicht mehr zu durchsuchen? Nein. Nee. Mach mal ein bisschen Krach, dann können wir ein bisschen Ärger da draußen. Könnt ihr mal was tun. Faulen Schweine da draußen. Ne? Wo ist das? Da. Oh, was ist das denn? Oh, ich hab auch keinen Krach gemacht, ganz ehrlich nicht. Oh je, da sitzt einer im Rollstuhl, ein Toter. An der Werkbank. Das ist aber gemütlich eigentlich. Eigentlich mit dem Teppich hier noch? Sieht eigentlich recht nett aus. Ja, hier kann man gut sich hinsetzen und irgendwas basteln. Worüber redet ihr? Wo seid ihr? Hier im Container draußen. Okay. Gucken. Was ist da denn? Da rein. Kommt nicht an die vorbei. Oh, hat er mal schick gemacht. Pass auf, da mach ich mal ein schönes Foto von. Ich brauche ja ein bisschen Thumbnail. Live Thumbnails. Fotobomb. Ich auch. Was doof ist, ich musste mich ja. Ah, eigentlich, alles ist doch schön eingerichtet, eigentlich, ne? Ja. Der arme Kerl. Hey, er hat noch eine Scotchflasche da stehen. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht so aus, als wäre der irgendwie leidend gestorben, sondern so. Oh, ja, das ist mein Life noch. Wenn er da stirbt, wird er nicht dann automatisch zum Zombie oder muss er immer gebissen werden? Vielleicht hat er sich vorher noch den Schädel weggeblasen. Möglich ist hier ist noch. War ja keine Frau da drin. Also war nichts mit Blasen. Was ist denn? Hab ich nicht gesagt. Hierher, weiter. Jetzt, los. Die Quarantäne tut dir nicht gut. Also noch schlechter als sonst. kann mir jemand das Auto mal ganz kurz ein bisschen näher fahren? Ich bin ein little bit voll wieder. Blas es dir doch her, Junge. Kit! Oh ne. War ein anderer Film. Hier oben ist auch noch Sachen für dich. Aber die Karre sieht schon übel nach Mad Max aus. Ja, das ist ganz klar Mad Max. Aber Mad Max, was stellt man sich unter anderem unter sowas solche wer Sachen vor? Wer von euch benutzt hier Armbrust? Ja, wir eigentlich alle, aber naja, jetzt gerade nicht. Da sind Pfeile. Oben hast du gesagt, da wäre noch was für mich gewesen? Ja, zwei Stück. Pepper hungert? Oh, weil wir haben nichts zu essen in der Base. Mal deprimieren, ich habe nichts zu essen. Alle hungern gerade. Fahr. Nein. Nicht. Du kannst ruhig fahren. Ich mach ganz kurz offline bei mir und dann seid ihr wieder raus. Arsch. Dann lassen wir dich allein. Ich hab schon wieder Benzin hier. Wie viel Benzin soll ich in den Wagen jetzt noch tanken? Ich guck mal uns kurz, ob ich das jetzt schon reinballern kann oder erst gleich gucken. Oh doch, kann ich. Kann ich jetzt schon machen. Sieht so aus irgendwie, also wenn Manta stehen würde und der guckt mal so links, rechts, ob der da reinpinkeln würde, ne? Kein Wunder, dass das Benzin immer weg ist. So, wohin? Guck mal, was der für einen Soundausstoß macht, wenn der hupt. Hup mal. Eigentlich müssen wir jetzt nur uns mit irgendwelchen Zombies bekriegen. Kleine Hupe. Wir müssen immer noch zu den optional probieren die Flasche mit Gift. Hab ich doch schon gemacht, optional. Das ist eine. Naja. Let's go! Also wir müssen jetzt noch Zombies erstücken. Ja, ja, das sind aber diese Armee-Zombies. Zombie-Arme. Ach, Arme, ich hab Armee gelesen, oh mein Gott, ey. Arm. Das heißt, du musst aussteigen mit dem Zombie. Guck mal, da kommen einige. Wir auf die Arme ein. Wir alle aussteigen hier, alle wissen, was zu tun ist. Okay, wurden gerade zwei Arme zerstückelt. Fünf. Warte mal. So, guck mal hier. Da kommt sie, siehst du? Meine Waffe hat doch einen großen Knall. Und der Spieler auch. Oh. Meine Arme ist gerade ein bisschen. Meine Arme ist Armen dran, müde.
What do you think? Should we celebrate? Wollt ihr mal Hunger von mir, die Kollegen? Hä? Sprich mit der Heather. Sprich mit Heather. Ich muss aber erstmal Zombies wegmachen. So, jetzt. Nicht zu danken. Hey, tschüss, kannst gehen. Kann ich dich erschießen eigentlich? Die kann man, glaube ich, auch erschießen, ne? Wer wird's? Kim war genau eben, die kommt gerade aus der Tür raus. Oh, hier ist. Hier ist, ja, du kannst sie anschießen, aber du kannst sie nicht erschießen. Hier ist ein Duftblock. Will ich einen Duftblock haben? Nö, jetzt da hinten oben. Okay. Gehen wir mal ganz kurz wieder nach Hause. Mist wird loswerden. Ich will auch mal hier. Habt ihr rein zufällig irgendeinen Sack mit Essen bekommen? Nee. Ach, Mist. Aber wir könnten. Warte mal, auf dem Rückweg. Hier ist ein Shop, hier geradeaus. Was zu essen davon? S&B Express. Gehen wir mal ganz kurz da rein. Vielleicht gibt's ja was zu essen. Jo. Hier ist ein Zombie. Den machen wir auch noch platt. Oh, da sitzt auch einer. Guck mal. Der hat so lange gewartet beim Drive-In. Mit seinem Rollstuhl. Und warum sitzt der auf dem Dreirad? Sitzt der? Wanna watch the noise. Ich hab Medikamente gefunden. Hey, Nika. Yeah, check. Oh, hier. Lebensmittelsammlung. Hier sind Oh, 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 oh. Soweit ich weiß, kann er hier nicht schreien. Oh. Die hat so einen mega, wie heißt dieses, Rückstoß? Was ist das, ein Uzi? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall eine von den Waffen, die ich am wenigsten benutzt habe. Das ist ein Uzi, ich will auch ein Uzi. Ich hab doch zwei von. Time to reload. Time to reload. Mal treffe ich auch mal hier. Kämpft mit der Luft? Ja, ja. Piece of shit! Oh, piece of shit! Ah ja, meine Waffe. Oh, das geht schnell. Okay. Oh, hier ist noch eine Sack. Nicht mehr Sack. Gucken, was draufsteht bei der Waffe. Oh, heftig. Das ist eine. Ihr seht nicht, wie der Typ da hängt, Mach oder? 10. Der Dicke? Doch, der sieht aus, als hätte er sich falsch rum auf die Bank gesetzt. Liegt da gemütlich rum. Kann ich euch was ganz kurz geben? Ja. Okay. Ich habe einmal hier das. Wow. Kann man das Auto schon reparieren? Ich habe nämlich noch diesen hier dabei. Diesen hier. Hast du gesehen? Draußen habe ich das Dings hingelegt gehabt. Nein, hier ist nichts. Oh, dann ist es weg. Das war ein Reparaturkit. Du hast auf die Zombies getan. Okay. Ja, das Auto kann man bestimmt reparieren, mache ich mal eben. Noch nicht alles durchsucht. Ich kann auch irgendwas hier durchsuchen. Weil für mich ist da nichts zum Durchsuchen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, viele gucken sich das Spiel an, wissen nicht so ganz genau, ob sie das machen sollen oder kaufen sollen oder sowas. Also. Tipp von mir, also es macht verdammt viel Spaß und das lässt euch auch irgendwie, ich habe manchmal, denke ich auch immer an das Game, dass ich irgendwie weiterspielen möchte, weil es einfach cool ist, das Game. Es macht aber wirklich am meisten Spaß und es hat aber auch die meisten Probleme im Online-Mode. Im Online-Mode macht es am meisten Spaß, klar, ich habe keinen Bock nur alleine rumzulaufen, macht auch jetzt nicht unbedingt viel Spaß. Aber der Online-Mode hat natürlich aber eben seine paar Problemchen, das ist ein bisschen schade. Aber so ist das nun mal. Kann man nichts machen, ne? Sag mal, redest du mit dir selber da hinten? Grave? Dein Kollege redet die ganze Zeit. Vom Weiten höre ich dann mal das Gequatsche von dir. Ja. Ich hab ein Benzinkanister mal droppen müssen. Where should I put this? Ich weiß auch nicht, wo du hinlegen sollst, ne? Ja, das ist Katastrophe. Ich habe jetzt noch eine Waffe gefunden, aber das ist noch ein bisschen geil. Kann ich treffen. Und die Waffe ist so brutal. Schießt du einmal, dann guckst du in den Himmel. Ick. Bleib da drüber. Ja, der kommt jetzt wieder. Der kommt jetzt wieder. Warte. Bleib da drüber. Nein, kommt nicht rein. In die Fresse gerotzt. Willst du fahren? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Karole kann ganz gut schießen, aber mit dem Nachladen hat es nicht so echt, meine Güte. Carola macht Laola. Mhm.
Die macht die ganze Zeit nur Stunke. Was hast du den Wagen gedreht? Gerade eben. Bei mir war der Wagen einfach plötzlich gedreht. Okay. Dann fahren wir nach Hause. Ich kann dir so nichts mehr mitnehmen. Ich bräuchte zwar was zu essen für die Base, weil die alle ziemlich stinken. Du müsstest doch ein Dings jetzt haben. Ein Foodsack. Von wem? Theoretisch laut... Ich habe ein Medikamentessack gefunden. So, weil laut Karte ist da eine Lebensmittelversammlung drin gewesen. Cool. Lebensmittelsammlung. Oh Gott. Ich habe immer Angst. Kim mit Strom messen ist nicht so toll. Tja. Wir machen die Tür auf und fährst mitten durch. Klar. Gut, dann mache ich die Tür nicht mehr auf. Aber der Wagen geht trotzdem kaputt, ne? Müssen wir aufpassen. Ja. Hatten wir das letzte Mal auch gehabt. Der Big Boss geht auch recht gut kaputt, recht schnell. Also wenn du mal durch so eine fette Menschenmenge durchfährst, Zombie-Menge. Jetzt machst du langsam. Gut so, gut so. Sag nix. Ich kann dann das nächste Mal auch durchheizen. Mal gucken, wie gut ich dem Ausstand. Die Stelle, wo wir gerade lang waren. Gehör bis raus. Ich bin auch drin. Ich kann dich einladen. Das krasse ist, das krasse ist ja, dass wenn ihr rausfliegt, nicht dass das sagt das Spiel, okay, dann setzen wir den Spieler, der jetzt noch fährt, auf Platz 1, damit er weiterfahren kann. Nö, du bleibst da ganz gemütlich neben ansitzen und guckst dir an. Nee. Nein, bin ich nicht. So, wir sind da. Aussteigen. Müssen wir die Karre mal einparken hier? Mein Gott, ich im Zoom eben. Na geht doch, wir haben doch was geschrieben. I'm home. Komm mal hier ran. Go near. Gotta go fast. Ein Handwerkerbuch gefunden, sehe ich gerade. Sorry, can't carry that. Jetzt kannst du es übertragen, Dex. Ich wollte gerade sagen, eben konnte ich das nicht machen. Ich stand einen Millimeter zu weit. Also nie machen. Wo kann man denn da hinkämen? Was? Nicht einfach so in der Landschaft rumstehen. Okay, so, wann kriege ich ihn jetzt hier? Nice. Die ganzen Sachen mal raus, so. Wie war es mit Essen? Lebensmittelvorrat aufgebraucht. Materialvorrat sehr gering. Ich muss unbedingt was zu essen besorgen. Unbedingt. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Wenn wir hier gar keinen... Eigentlich könnte ich dir eine gute Waffe geben. Ich könnte dir eigentlich... Ich lasse die, glaube ich, mit dieser Waffe. Das war, die hat dir gerade ganz gut gepasst hier, so. Ich nehme einfach mal eine andere Waffe mit. Was juckt's? Und Molotov-Cocktails. Weil ich kann. So. Weil ich also gute Erfahrungen mit Explosivmitteln gemacht habe. So, und ich wechsle mal ganz kurz. Medikamente gespendet. Oh, sie ist wieder freundlich, aber oh wei, meine ganze Base, alle sind ganz, 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 ganz böse drauf gerade. Oh, richtig je. Happy sieht sie immer noch nicht aus. Ja, aber sie ist mal wieder mit dabei. Mein Gott, ihr wollt gar nicht wissen, was gerade bei mir los ist. Ei, Junge. Also freundlich sind sie immer noch. Die haben alle Hunger. Die haben alles Hungerzeichen über dem Kopf. Und das heißt, wenn es gleich Ärger gibt, dann können sie gehen. Das ist aber eine interessante Quest hier. Besuche deine Nachbarn, um rauszufinden, wer sich gegen dich verbündet hat. Machen wir. Ist cool. In der nächsten Folge. Aber wir sollten hier mal ein paar Zombies noch wegklatschen. Ja, können wir machen. In der nächsten Folge machen wir mal Zombie wegklatschen und die Quest hier vom Chris. Vom Kriegsmeister Chris natürlich. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Ihr wisst Bescheid. Däumchen hoch, wenn ihr... irgendwelche Tipps habt oder was, könnt ihr gerne schreiben. Habt ihr ja sowieso schon gemacht, aber haut rein. Bis denn und tschüss. Ja, bitte.